Moin, moin, liebe Leute, es geht wieder weiter. Ja, ich habe überprüft, wie viel Speicherplatz ich noch habe und dank etwas geminderter Qualität, das euch aber hoffentlich nicht auffällt, ich nehme mit 30 statt 60 Bildern pro Sekunde auf. Was eigentlich im Prinzip bei Super Nintendo egal ist. Ach, wurscht. Ja, deswegen habe ich wesentlich mehr Platz, als ich gedacht habe. Das nimmt fast gar keinen Platz mehr weg. Finde ich sehr cool. Ja, deswegen kann ich den Palast jetzt einfach noch ein bisschen weiter knattern. Ich habe noch einen Haufen Platz. Und wenn das so weitergeht, das hat jetzt eine Stunde nur gedauert. Unvorstellbar. Eine Stunde nur gedauert, das heißt, ich schätze mal noch mal so viel Platz habe ich locker noch drin. Das läuft. So, jetzt muss ich aber Palast Nummer 7 machen, da brauche ich volle Konzentration, denn der Palast ist ein Arschloch. Nee, Quatsch, ist ja gar nicht Palast Nummer 7, ist ja der Turm an sich. So, hier einmal draufklöten. Dankeschön. Hier mal einen draufklöten. Dankeschön. Njau. Schieben. Danke. Merkt man das, dass ich das alles schon mal gemacht habe? Glaube nicht. So. Zup. Jetzt muss ich gerade überlegen, wo war es denn jetzt? Wo war denn sinnvoll? Ich gehe erstmal hier lang. Ich weiß nicht mehr genau, was wo war. Ah, hier war das. Das war, glaube ich, ein ziemlich sinnloser Raum. Da waren nämlich nur Rubine. Genau, da war noch nur... Ah, Safe, blöd gesetzt. Oh, ich hasse dieses Skelett-Eumels, ey. Dankeschön. Yeah, Rubine. So, tschüss. Kein Bock auf hier. Nee. Oh. Ich hätte nicht gedacht, dass das funktioniert. Cool. Schwupps. Sehr schön. Das war nicht so sehr schön. Das war eigentlich ziemlich doof. Egal. Gehen wir hier mal noch rein. Hier war... Was war denn das? Kompass? Ach komm. Ne, Karte. Ist klar. Dankeschön für die Karte. Ja, oder so. Auf Wiedersehen. Ah ne. Ah ja. Ich weiß es wieder. Dieser Palast ist nämlich voll mit Rätseln. Ich liebe Rätsel. Not. So, mach Bumm. Hat Bumm gemacht. Mach Bumm. Hat auch Bumm gemacht. Bumm gemacht. Sehr schön, hier können wir einfach draufhauen. Und teleportieren uns weiter. Hallo? Hallöchen, ja. Danke. Ganz dickes, fettes Danke. So, Schlüssel, danke. Alles klar, der Teleportraum der Hölle. Jetzt will ich aber endlich mal wissen. Moment, ich muss das jetzt gerade mal ausprobieren. Denn das finde ich äußerst seltsam. Hier ist eine rissige Wand. So, zack, lege ich Bombe davor. Bisschen schneller, zack. Aufpassen. Das hier ist der Raum. Ein Gegner. Zwei Gegner. Nichts. Was ist das für ein Raum? Ich verstehe ihn nicht. Der Boden sieht komisch aus. Ich weiß halt einfach nicht, was hier ist. So, mal gucken. Hier irgendwas Interessantes. Nö, nichts Interessantes. So, war hier oben irgendwas? Ich glaube, hier war gar nichts. Deswegen war der Teleport auch total sinnlos. Aber hier ist was. Nee. Quatsch. Wo bin ich? Was mache ich denn? Ich muss ja da hinten hin. Schwupps. Hier will ich hin. So. Törö. Sehr gut. Alter, was geht denn jetzt ab?
Ja. Auch dieser Raum. Alter. Äußerst fragwürdig. Denn hier mit dem Teleport, auf den Teleport käme ich halt normalerweise auch. Deswegen verstehe ich nicht. Egal. So. Schwupps. Und hier sind unsichtbare Böden. Und unsichtbare Böden sind im Allgemeinen ziemlich doof. Aber man kann die unsichtbaren Böden Gott sei Dank noch irgendwie wieder sichtbar machen. Nämlich folgendermaßen. Nee, so nicht. So. Wunderbar. Da sieht man sie. Und jetzt muss ich mich beeilen. So. Wunderschön. Alles klar. Und hier gilt es jetzt Folgendes zu erreichen. Dass dieser Schlumpf da rausgeht. Ich die Kiste aufmache. Nochmal schaue. Ich weiß nämlich nicht mehr, ob hier bei diesen ganzen Totenköpfen irgendwo ein Schlüssel dabei... Alter. Oh, ja, es war so klar. Ja, ja, cool. Trifft mich halt gerade alles. Ja, natürlich. Warum nicht? Habe ich ein Magnet an mir oder was? Vollspaten, Scheißdreck. So. Mach bumm, alles klar, ich kann runterfallen. Nein! Arge! Ich hasse mich! Mich und meine blöde Save-State-Fingertaste! Scheißdreck! So, Mann! Alles klar. So, hier geht's weiter. Den kennen wir ja schon. Altes Spiel. Das war blöd. Falsche Taste gedrückt. So. Durchmetzeln, durchmetzeln. Aua. Uncool, uncool. Schon wieder uncool. Noch uncooler. Ich werde gerade die ganze Zeit getroffen. Das ist sehr doof. Und die Zelda-Experten unter euch wissen, wenn ich jetzt den letzten noch kaputt mache, beziehungsweise den zweitletzten, dann geht der letzte ultra ab. Was jetzt mit einem Herzen gar nicht so cool ist. Vor allen Dingen nicht auf einem Eisboden. Ja, ich hab ihn. Sehr gut. Okay, speichern. Erst hier lang gehen. Denn hier liegt Heilung. Allerdings muss ich mal gerade schauen. Ne, ich glaube, ich kann da nicht mehr zurück. Haha, ne, das mache ich nicht mehr. Bitte, Link, geh durch die Tür. Geh durch die Tür, Link. Geh durch... Alter, Link. Geh jetzt durch die Tür. Wow. Welch Finesse. Großer Schlüssel, bla bla bla. Pfeile, Bomben. Alles tipptopp. So, jetzt gehen wir hier rein. So, jetzt können wir hier uns nämlich, eine Fee schnappen. Mittels Köcher. Na. So. In einer Flasche aufbewahren. Und dann heilen wir uns mittels restlicher Feen. Sehr schön. Zack. Wir haben den großen Schlüssel und hier sind wir direkt bei der großen Truhe. Ist das nicht praktisch? Ja, das ist es. So, und hier haben wir die rote Rüstung. Sie schützt noch besser als die blaue. So, und jetzt muss ich mal nachschauen, wo muss ich hin? Ich glaube, ich muss nach oben. Oh!
Genau. Ich muss nach oben und jetzt einfach geradeaus. Und dann muss ich hier hoch. Und dann kommen wir hier auch gerade schon zum dümmsten Raum. Dieses Palast. Was war das, bitteschön? Ja, hier brauche ich die Pfeile. Zack, zack. Sehr gut. Ja, und hier ist wieder so ein Punkt, da muss ich einfach Schaden nehmen, weil ich sonst nicht weiß, wie ich das machen soll. So. Nein. So. Und nochmal Schaden nehmen. Okay, das ist doof. Das Problem hatte ich noch nie. Alter! Meine Fresse! Ich habe nicht draufgehauen! Kotzt er mich an. So. Oh, ich bin so doof. Entschuldigung, Leute, aber ich bin so doof. Das passt auf keine Kuhhaut. Ich muss ja das Ding verschieben, deswegen war ich ja überhaupt da oben. So, jetzt aber. Meine Herren. Unnötiger Energieverlust. Auch das schlicht und weg scheiße gelaufen. So, aber die Pfeile sind jetzt sehr wichtig. Okay. Damit haben wir es durch eine der dümmsten Stellen im Spiel schon mal durchgeschafft. Ich werde diesen Schalter nicht drücken. Erst jetzt. Denn, ja, ihr habt es gesehen. So, hier muss ich auch wieder ein wenig Fallkunst betreiben. Und hier ist ein Schalter, den ich drücken muss. Jawohl. Und das muss ich hier nur noch einigermaßen unbeschadet durch. Auch sehr schön. Düp-düp-düp-düp-düp. Das haben wir erste Sahne geschafft. So, hier müssen wir alle Gegner killen. Auch das sollte zu machen sein. Jawohl. Hätten wir erledigt. Dito hier. Das wird jetzt übrigens immer schlimmer. Das ist eine sehr dumme Phase in diesem Turm. In der einfach nur ständig neue Räume kommen, in denen man immer mehr Monster bei immer mehr Hindernissen killen muss. Ist jetzt nicht unbedingt das Spannendste. Und man hat das Gefühl, es nimmt kein Ende, denn es nimmt kein Ende. Okay, weiter. Das hat sehr gut funktioniert. Ätzend. Okay, wenn ich wenigstens mal zu dem Herzen danke. Das war unnötig. Das war wirklich unnötig. Dankeschön. Auf Wiedersehen. So, das wäre jetzt der richtige Punkt, um mich zu heilen, denn hier kommt ein alter Bekannter. Ja, ja. Traurig, aber wahr. Es kommt hier tatsächlich der Wurm. Das war sehr geil. So, speichern. Alles klar. Und wir müssen tatsächlich diese drei Würmer aus dem ersten Wüstenpalast nochmal killen.
Die haben ja beim ersten Mal schon unglaublich viel Spaß gemacht. Deswegen machen wir das jetzt ein zweites Mal. Ich weiß nicht, was da gerade passiert ist. Ich habe es leider nicht gesehen. Oh, ja. Lass mich doch dauernd treffen. Okay, den gönne ich dem Spiel nicht. Den auch nicht. So. Zweiter Wurm tot. Was hat mich da gerade getroffen? Was trifft mich da? Hä? So, die Steine fliegen in jede Richtung. Okay.